Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf Nerd TV bei der Neuausgabe vom Nerd Talk. Das Mal mitten in der Woche während dem Schnitt Kurzfilmfestival hier in Bern. Bei mir der Festivaldirektor Olivier. Herzlich willkommen. Merci dir. Wir sind, wie ich gesagt habe, mitten in der Woche. Absolut. Wie viele Filme hast du bis jetzt gesehen selber? In meinem Leben oder jetzt in diesem Festival? Jetzt hier am Festival. Ja, gestern Abend habe ich tatsächlich einen Film ganz geschaut. Das ist schon recht selten. Und ja, heute habe ich vorgenommen, dass ich am nächsten Samstag, der jetzt kommt, zum Brunch wieder gehen. Das sind grosse Vorsätze. Mit Film natürlich. Ja. Und natürlich die Eröffnung. Ist klar. Jetzt kann man natürlich als Gag sagen, es ist ein Kurzfilmfestival. Also so viel Zeit braucht es ja nicht, für einen zu schauen. Oder wie sieht das aus? Das stimmt. Weil sie kommen alle zusammen im Block. Ich würde glaube eher umgekehrt sagen, ich habe alle schon gesehen und ausgewählt. Also von dem her, auf der Leinwand schauen ist wie... Ja, ist das zweite oder das dritte oder vielleicht sogar schon das fünfte oder sechste Mal bei mir. Von dem her, bei mir ist der Prozess von Kurzfilmen schauen, passiert nicht unbedingt während dem Festival, sondern im Vorfeld. Es sind, glaube ich, 111 Filme aus 40 Ländern, das ist richtig, ja, im Kopf. Absolut. Jetzt ist das mal von dem her schon breite Palette, aber ich denke, ich habe so versucht, eine Übersicht zu gewinnen. Es ist ja auch sonst eine breite Palette. Also ich glaube, genremässig ist irgendwie alles vertreten. Kann man es irgendwie einordnen? Kann man irgendwie sagen, es geht in die Richtung oder in die Richtung? Oder ist es wirklich so eine, es hat von allem etwas? Sowohl als auch, würde ich sagen. Also auf der einen Seite hast du sehr spezifische Blöcke. Die sagen, was sie sind, dann weißt du, was du bekommst. Also jetzt sagen wir mal, ein Dokumentarfilmblock ist mit Dokus, ein animierter Block ist mit animierten Filmen. Feel Good geht um Feel Good Filme und Comedy-Block geht um Comedy-Filme. Also das ist ziemlich simpel. Und dann hast du wirklich den Mix, der heisst nachher auch Magic Mix. Das sind dann die Filme, die wirklich gemixt untereinander einfach wirklich so eine Überraschungstüte. Was bist nicht allgemein der Fall ist, wir suchen Filme, die eigentlich das grosse Kino ansprechen. Wir suchen Filme, die Emotionen losrücken bei den Leuten. Mhm. Also ein Film, der einem völlig kalt lässt oder wo man nach 10 Sekunden schon wieder vergessen hat, ist nicht unser Film. Wir brauchen einen Film, der ein gewisses Tempo hat, einen Film, der eine gewisse Emotion hat. Das kann auch Angst sein, das kann auch erschrecken sein, das kann auch schockieren sein, aber es kann natürlich auch Freude sein, das kann natürlich Liebe sein und, und. Also, wo wirklich einen mitnimmt. Und das alles zusammen macht den Block genau aus. Oder wenn du einen Block hast mit 6 Filmen, und du hast 6 Mal wirklich eine starke Emotion, dann hast du das Schnitterlebnis in der besten Form. Jetzt müssen wir vielleicht für den Zuschauer, der nicht regelmäßig am Festival anwesend ist, was sich hoffentlich wird ändern beim nächsten Mal, schnell vielleicht in den kurzen Stichwort erklären, was definiert ein Kurzfilm? Ich glaube, es gibt keine klassische Definition vom Kurzfilm. Am Anfang, als das Kino sich entwickelt hat, war alles Kurzfilm. Man konnte einen langen Film noch gar nicht machen. Also von dem her, dort hat es so wie angefangen. Heutzutage kann man glaub, sagen, wenn ein Film einfach nur kurz ist als Zeit, reicht es noch nicht. Es muss von der Intention her ein schöpferisches Werk sein, das ein Kurzfilm sein will. Also jetzt reine Handyaufnahme, 10 Sekunden oder 2 Minuten, das spielt eigentlich eine Rolle, ist noch kein Kurzfilm per se. Ja. Aber wenn die Aufnahme irgendetwas ganz Spezifisches zeigt, es bekommt einen Titel zu Werk und es bekommt einen Abspann und es wird wertgeschätzt wie von einem Festival wie Schnitt, dann ist es sicher ein Kurzfilm. Das kann durchaus sein. Es ist ähnlich wie mit Kunst. Sagen wir mal, du kannst auch daheim irgendetwas malen auf einem Papier oder Leinwand. Ist das Kunstwerk? Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber wenn es nachher dann gleich im Zürich Museum hängt oder in Bern oder in New York, ist es dann Kunst? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn jetzt du einen Werbespot im Fernsehen hast, ist es auch ein kurzer Film. Mhm. Aber es ist noch kein kurzer. Mhm. Und wenn jetzt du irgendwelche Clips im Internet anschaust, ist es auch ein kurzer, aber es ist kein Kurzfilm. Nicht unbedingt. Also von dem her, wir suchen wirklich Filme, wo der Schaffer, also der Schöpfer von diesem Werk, möchte einen Kurzfilm machen, der als Kurzfilm auch definiert, sich selber so definiert und das natürlich mit einem Vorspann, mit einem Titel und mit einem Abspann versieht, als Gesamtwerk zu präsentieren. Also das ein Kurzfilm muss aber zwingenderweise irgendeiner Form von Dramaturgie folgen? Nein, das muss nicht. Also es gibt natürlich ganz viele Kurzfilme, die im experimentellen Bereich sind. Die haben nicht unbedingt eine Dramaturgie. Es gibt auch Kurzfilme, die im Doku-Bereich nicht unbedingt eine Dramaturgie haben, sondern an sich einfach eine Szene können zeigen und mit dem selber können sein, ohne dass es jetzt eine Dramaturgie an sich hat. Also ich glaube nicht, dass jeder Film eine Dramaturgie muss haben. Wenn man einen guten Kurzfilm haben will, dann ist vielleicht ein sinnvoller Ablauf, sagen wir mal, innerhalb von der Geschichte oder innerhalb von der Länge des Films schon nicht das Blödste.
Jetzt haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, haben wir extreme technische Entwicklung gehabt. Nicht nur als solches, dass Technik perfekt ist worden, sondern es ist vor allem erschwinglicher geworden für Leute mit schmalem Budget, auch Filme zu produzieren. Merkt man das? Merkt man, dass mehr Leute mitmachen oder merkt man, dass sich die Qualität stetig verbessert? Beides. Ich glaube, es sind mehr Filmschaffende unterwegs. Das hängt mit der Technik zusammen, das hängt aber auch mit der Globalisierung zusammen. Die Leute sind vernetzt, die Leute schauen mehr, die Leute konsumieren, auch online, recht viel mehr. Und haben wegen dem viel mehr Zugang zur Technik allgemein. Ich meine, ich bin mittlerweile im Handy drin. Oder das wäre vor 10, 20 Jahren undenkbar gewesen. Das ist das eine. Das andere ist, es ist klar, dass auch mehr Filme produziert werden und auch zu uns kommen. Die Qualität ist aber auch am Wachsen. Also jetzt in all den Jahren, ich begleite ja Schnitt seit dem Anfang, mit 16 Jahren, sind das schon rechte Entwicklungssprünge, die man gemacht hat. Also früher noch vom Standard Definition SD-Bild, jetzt sind wir bei HD, Full HD, jetzt sind wir bei 2K, 4K und so weiter. Also die Entwicklung ist gigantisch. Und das merkt man auch, also auch der Kurzfilm. Was sind Inhalte? Gibt es Inhalte, die immer wieder kommen? Also haben wir mehr, sagen wir mal, fiktionale Themen oder sind es mehr sozialpolitische Themen, die kommen? Kann man das irgendwie etwas so verstehen? Das kann man schon. Ich glaube, einfach inhaltlich repräsentiert Schnitt nicht das, was eingereicht wird. Also das muss man wie auseinandernehmen. Oder ich meine, man hat ganz viele Inhalte, die zu uns herkommen, die überhaupt nicht prozentual im Festivalprogramm vertreten werden. Also es geht darum, dass wir eine Kuration machen, wo wir das Gefühl haben, das sind die besten Kurzfilme der Welt, die im Moment gesehen sind. Aber es gibt ganz viele Filme, es gibt Unmengen an Dramen, es gibt Unmengen an Filmen, die über Selbstmord reden, Filme, die und. Die sind alle nicht bei uns in dieser Form im Programm. Weil wir wirklich das Gefühl haben, es soll ein Programm werden, das den Besucher auf eine Reise mitnimmt und nicht ablöst. Sehr schön. Olivier, merci vielmals für das Gespräch. Merci. Das war es vom Nerd Talk, das mal direkt vom Schnittfestival in Bern. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Ade.